Hallo ihr Lieben, ich bin Jungsi. Wie kann man schnell erkennen, ob die Umgebung einer Stadt lebenswert ist? Aus der Perspektive eines Unprofessionellen sollten wir zuerst überprüfen, ob der Himmel über uns blau genug ist. In Beijing ist heute mal wieder strahlend blauer Himmel. Wenn ich vom Fotografieren des blauen Himmels rede, kann ich mich sofort an die Geschichte von Zhou Yi erinnern, einem Fotografen aus Beijing. Im Jahr 2013 erlebte China das schlechteste Smogwetter seiner Geschichte. Dabei wurde PM2,5 zu einem Stichwort der öffentlichen Besorgnis. Seit Januar 2013 fotografierte Zhou jeden Morgen den Himmel vor seinem Fenster mit dem Handy. In jenem Jahr erklärte China der Luftverschmutzung offiziell den Krieg. In den folgenden 10 Jahren wurde Zhous Kamera auch ein Werkzeug, um die Wirksamkeit von Regierungsplänen und Politiken zu messen. In den mehr als 3000 Tagen, in denen er fotografierte, verwandelt sich der graue Himmel allmählich zu einem blauen Himmel mit weißen Wolken, wobei die Luftqualitätsveränderung in Beijing dabei visuell in Fotos festgehalten wurde. Die Daten bestätigten auch seine Entdeckung, dass die Anzahl der Tage gute bis ausgezeichnete Luftqualität in Beijing von 176 Tagen im Jahr 2013 auf 288 Tage im Jahr 2021 angestiegen ist. Hinter der Verbesserung der Luftqualität steht Chinas hohe Aufmerksamkeit für den Umweltschutz. Von 2014 bis 2016 erschien der Begriff Ökologie im Durchschnitt etwa 12 Mal im Jahr im Rechenschaftsbericht der Regierung. Spezifische Themen im Zusammenhang mit dem Leben der Menschen wie Umweltverschmutzung und Bekämpfung von Smog wurden auf die wichtige Agenda gesetzt. Durch die strikte Umsetzung der Werksemissionseinschränkung und des Nachweismanagements, der groß angelegten Aufforstungsaktivitäten sowie die aktive Förderung neuer Energiefahrzeuge ist der Effekt der Beseitigung der Luftverschmutzung allmählich aufgetaucht. Seit 2013 ist die durchschnittliche Konzentration des PM2,5-Wertes in Chinas Schlüsselstädten um 56% und die Anzahl der schwer verschmutzten Tage um 87% gesunken. China ist zu einem der Länder weltweit mit der schnellsten Verbesserung der Luftqualität. Wenn man nun ins Freie geht, spürt man deutlich, dass nicht nur der Himmel blauer und die Luft besser geworden ist, sondern auch immer mehr neue Energiefahrzeuge ohne Umweltverschmutzung auf den Straßen und Wegen sind. Nachdem das Problem der Luftqualität effektiv gelöst wurde, hat China ein neues Ziel für die ökologische Zivilisation vorgeschlagen: grüne und kohlenstoffarme Entwicklung. Bei den NVK und PKKCV im Jahr 2021 wurden die Spitze des Kohlenstoffemissionen sowie die Kohlenstoffneutralität erstmals in den Rechenschaftsbericht der Regierung aufgenommen. China wird durch Energiesubstitution, Energieeinsparung und Emissionsreduktion die Aufforstung der Null-Emission von Kohlendioxid realisieren und Kohlenstoffneutralität bis 2060 erreichen. Der Vorschlag dieses Ziels bedeutet, dass unsere derzeitige Produktionsweise und unser Lebensstil in Zukunft tiefgreifende Veränderungen erfahren werden. Wir glauben, dass in den nächsten Jahren weitere gute grüne Programme entstehen werden. Warten wir es ab. Tschüss, bis zum nächsten Mal.